Guten Tag. Über SIDA reden wir hier weiter und ein paar Leute haben mich angeschrieben und haben geschrieben, toll, dass ich jetzt hier an der Reihe bin. Aber kannst du mir erklären, warum meine Beziehung mit meinem Freund nicht so gut funktioniert? Das fragen mich wieder Frauen hier. Und auch ein paar Widder Männer haben mich wegen der Sache angeschrieben. Mein Gott, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei. Ich habe das alles nicht gesehen, aber ich möchte da nicht bei Widdern in der Küche sein oder irgendwo im Schlafzimmer, weil ich weiß, wie Widder funktioniert. Widder erwartet, dass andere die Schmutzarbeit erledigen und vor allem, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Das ist ein großes Problem bei vielen Widdern. Und das ist auch der Grund, warum so viele begabte und schöpferische, talentierte Widder im Leben nichts erreichen. Ein paar Leute sagen, ja, das sind Schnorrer, das sind Narzissten, was sie alles wollen. Die wollen, dass ich auch für sie bezahle. Das merken wir auch oft bei den Widdern, wenn man irgendwo mit denen ist. Sie werden zwar bezahlen, aber bis die Portemonnaie aus der Tasche rausholen, dauert es auch ein bisschen. Vielleicht erwartet so eine Frau oder auch Mann, dass ich für ihn bezahle und deswegen sind sie ein bisschen zögerlich mit dem Portemonnaie, weil sie denken, bis ich das alles raushole und diese 7,50 € abzähle, vielleicht der andere sagt, nein, nein, es ist schon erledigt. Das sind schon Prinzen, die Widder. Und das sind, ja, das sind keine Narzissten, so wie ein paar Leute hier schreiben. Nein, nein, nein. Aber viele Widder sind schon ecklig, wenn es um Sekretärinnen geht oder Krankenschwester, wenn das Arzt ist oder Anwalt mit Sekretärin. Oder wieder, wenn die in einen Laden gehen und da im Laden auch wollen Sachen. Die anderen Leute würden das gar nicht verlangen, würden sagen, na, es ist schon okay, so ist das gut. Aber wieder will unbedingt, dass das alles schön eingepackt wird und in die Tütchen reingestellt wird. Und wenn du da Ring kaufst, dann andere Leute sagen, nö, nö, ich nehme das so. Aber wieder will, dass der Ladenbesitzer eine schöne kleine Tasche für ihn nimmt und den Ring da einpackt. Und ich habe gehört von einer Frau, die arbeitet bei einem Anwalt, die hat mir erzählt, dass da ein Mandant, ne, heißt das, da etwa Dokumente geschickt hat. Und dieser Anwalt hat sich so aufgeregt und diese Sekretärin auch angemacht und hat gesagt, es gibt doch Funktion bei iPhone, da kann man Dokumente scannen. Dann sagen sie diesem Mann, diesem Mandanten, er soll das scannen, aber nicht irgendwelche Dokumente mir schicken, wo die noch in der Mitte gefaltet sind und Licht ist dunkel. Was ist das also? Mein Gott, das war ein älterer Herr, der Mandant ist und er weiß das alles nicht. Woher soll er das wissen, dass da irgendwelche Scan-Funktionen beim Handy gibt? Aber trotzdem, dieser Widder-Anwalt hat diese Sekretärin und indirekt den Mandanten angemacht und angeschrien. Das sind typische Beispiele für Widder. Denn Widder will, dass die Arbeit schon erledigt wird und das muss alles perfekt gemacht werden. Deswegen zu Krankenschwestern, zu Sekretärinnen sind sie wirklich rüppig, ist das das Wort? Und die sind talentiert, die sind nett,
Aber weder auch, deswegen hat mich jemand da gefragt, warum funktioniert meine Beziehung nicht? Weil weder kommt nach Hause und verlangt von der Frau, dass da alles geputzt ist und gemacht ist. Und meine Schuhe, das kenne ich auch von einer Frau, die mir erzählt hat, die mit einem Widder lebt. Meine Schuhe habe ich hier im Flur gelassen, dafür, dass du Schuhspange nimmst. Und Schuhspange in die Schuhe reinstellst. Deswegen standen die Schuhe im Flur. Das verlangt wieder von seiner Frau. Ja, also Ritter und ein bisschen überheblich. Und die sind natürlich tapfer und die haben andere Talente auf jeden Fall. Aber oft ist das so, dass Widderer von anderen Leuten erwartet, dass andere diese Schmutzarbeit erledigen für ihn und erwartet in geschäftlichem Sinne auch, wenn die Geschäfte haben, dass die andere da bezahlen und für ihn etwas machen. Und deswegen, andere Leute haben plötzlich keine Lust und sagen, ne, das mache ich nicht. Warum? Und plötzlich gehen solche Geschäftsbeziehungen und auch Beziehungen zwischen Mann und Frau kaputt, weil Widder verlangt von den anderen, dass er diese, ja, wie ich schon gesagt habe, Schmutzarbeit erledigt. Und ich kenne auch einen Mann, der an einer Bar an der Theke arbeitet und der kommt und er will, dass da Zitronen geschnitten werden und alle Zutaten für Cocktails schon geschnitten werden. Und wenn die Jungs das nicht machen, mein Gott, das sind 19-jährige Jungs, die an der Bar arbeiten. Und wenn das nicht gemacht ist, mein Gott, warum rügen? Warum diese Finger immer? Und warum? Warum bestrafen? Aber so ist halt ein Widder. Für heute ist die Zeit um.